Dachte man bisher an Köln, dachte man spontan an Karneval, Köln-Flocken, BAP oder den ersten FC Köln. Das ist seit der Neujahrsnacht 2016 anders. Köln ist international in die Schlagzeilen geraten, da sich in der Nacht zum Jahreswechsel am Hauptbahnhof ein Massenverbrechen von extremer Dimension abgespielt haben soll. Während eines sogenannten Flashmobs, bei dem sich bis zu 1000 Täter am Kölner Dom aufgehalten haben sollen, wurden vor allem eingekesselte Frauen ausgeraubt, begrapscht oder sexuell genötigt. Ob ausgeführte Vergewaltigungen stattgefunden haben, lässt sich bis heute nicht mit letzter Gewissheit ausschließen, denn die Nachrichtenlage ist auch 14 Tage nach den geschilderten Geschehnissen immer noch unklar. Und hier liegt das Hauptproblem. Warum wurden die Verbrechen in Köln erst Tage später überhaupt bekannt? Warum bekam die Polizei den Kölner Silvesterabend am Hauptbahnhof null in den Griff? Und warum gibt es ausgerechnet am Hauptbahnhof keine Videos über die Szenen? Egal, welche Anmoderation man jetzt in die Tasten tippt, sie ist immer schon veraltet, wenn man fertig ist. Aktuell liegen über 500 Strafanzeigen vor, 19 Täter sind identifiziert, von denen rund die Hälfte ohne Aufenthaltsgenehmigung in der BRD weilt. Der Rest hat Anspruch auf Asyl, einer kommt aus Syrien, die allermeisten aber aus Marokko. Es sind keine Flüchtlinge, so der letzte Stand der Dinge, doch der ändert sich jede Minute. Am Telefon haben wir jetzt Willi Wimmer. Herr Wimmer, ich grüße Sie. Ja, guten Tag, Herr Jepsen. Herr Wimmer, Sie weisen ja seit Monaten auf die Gefahren hin, die eine Regierung sich einhandelt, wenn sie wahllos die Grenzen öffnet, um jeden willkommen zu heißen, dann aber komplett außer Acht lässt, dass unter den zahllosen Flüchtlingen mit Recht auf Schutz auch jede Menge Menschen in die BRD kommen, die hier nur ihr Unwesen treiben wollen. Stichwort innere Sicherheit. Wie fühlt es sich an, Recht zu behalten, wenn man an Köln denkt? Ja, das ist, Herr Jepsen, nicht die Frage danach, ob man Recht behalten hat, sondern dass die Regierung, die wir haben, seit Monaten einen rechtlosen Zustand nicht nur duldet, sondern ihn selber hergestellt hat. Und vor diesem Hintergrund haben wir aus meiner Sicht eine Form von Staatsversagen und Regierungsversagen, wie es das in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat. Aber ich will auch einiges natürlich aus Gründen schon der Nachbarschaft zu Köln sagen. In Köln hat es ja schon vor einigen Monaten Vorfälle gegeben im Zusammenhang mit Hooligans, die sich da aufgeführt haben, wie sie sich aufgeführt haben, die eigentlich daran zweifeln ließen, dass die Polizei in Köln mit den Aufgaben, die sich nun mal stellen, so fertig werden konnte, wie es eigentlich ihrer Aufgabenstellung entspricht. Also von daher, Köln hatte schon irgendwie einen schwarzen Reiter auf seiner Akte. Und vor diesem Hintergrund muss man das, glaube ich, an die Adresse auch der Kölner Polizei sagen. Was ist da los? Herr Wimmer, wir werden gleich auf die Polizei kommen, auf die ja dann bekanntermaßen immer eingeschlagen wird. Entweder war sie zu hart oder sie war gar nicht am Set. Ich will auch kein Polizist sein in der heutigen Zeit, aber lassen Sie auf den Status quo uns mal kommen. Was wissen wir denn wirklich? Ja, das ist ja die große Frage, die sich immer noch stellt. Denn wir müssen ja von einem ausgehen. In der Nacht, wo das da Silvester in Köln passiert ist, ist ja der Öffentlichkeit nicht reiner Wein eingeschenkt worden. Das sagen ja inzwischen alle. Und wenn man weiß, wie eng und wie dicht die Befehlsstränge zwischen der Kölner Polizei und dem Landesinnenminister gelaufen sind, denn das ist ja die Wirklichkeit in der Polizei, keine öffentliche Einrichtung kommuniziert so intensiv mit den vorgesetzten Dienststellen, wie das bei der Polizei geschieht. Und das ist nun mal der Innenminister. Ja. Wenn das nun so gelaufen ist und wir wissen heute immer noch nicht, was da letztlich in Köln eine Rolle gespielt hat, dann muss das ja für uns alle bedeuten, dass der Staat uns nicht reinen Wein einschenkt, der Öffentlichkeit jedenfalls nicht. Und wenn es der Staat ist, dann belügt er uns. Also vor diesem Hintergrund ist der Bürger in einer sehr schwierigen Situation und das muss eigentlich so schnell es geht revidiert werden. Wir haben als Bürger dem Staat gegenüber den Anspruch, dass man uns reinen Wein einschenkt über die Dinge, die in unserem Lande nun vorkommen. Und wir haben dann natürlich auch die Verpflichtung, maßvoll mit den Informationen umzugehen. Vielleicht war das das Problem, dass die Polizei bei dem Ausmaß, das stattgefunden haben soll, gedacht hat, wenn sie das wirklich an die Presse rausgibt und damit an die Bevölkerung, dass es dann zu Szenen kommt, die vollkommen außer Kontrolle geraten. Also ich sage jetzt mal Selbstjustiz. Ja, das ist ja die Folge immer, wenn der Staat selber nicht mehr handelt oder handeln will. Das ist ja eine Situation, die sich durch die ganzen letzten Monate seit der Sommerzeit durchgezogen hat.
Man sieht ja nach der Entscheidung der Bundeskanzlerin vom Wochenende des 4. und 5. September, dass der Staat seine Funktion aufgegeben hat. Die Grenzen werden nicht mehr geschützt, die Außengrenzen schon mal gar nicht. Und vor diesem Hintergrund hat auch der Bürger den Eindruck, die ticken nicht mehr sauber und nehmen unseren Staat nicht mehr wahr. Und dann haben wir natürlich verhängnisvolle Konsequenzen immer zu befürchten, dass Leute fälschlicherweise annehmen, sie könnten das Gesetz des Handels in die eigene Hand nehmen und dann löst sich der Staat auf. Das sind die Konsequenzen, mit denen wir es zu tun haben. Und da kann man wirklich nur dran appellieren, dass das Problem am Kopf beseitigt wird. Und der Kopf heißt nun mal Bundeskanzlerin. So geht das nicht weiter. Und die bayerische Staatsregierung macht ja geradezu in diesen Tagen mehr als deutlich, wie Staat handeln können muss. Und sie tun es ja offensichtlich im begrenzten Maße, indem sie Leute, die kein Zugangsrecht zu Deutschland haben, nach Österreich zurückschickt. Lassen Sie uns über den Staat und die Organe sprechen, die Polizei. Hat die Polizei in Köln versagt oder hat sie das gar nicht, weil man die Polizei ja über Jahre auch kaputt gespart hat? Ich würde mich weigern, irgendein kritisches Wort über die Kölner Polizei inklusive ihres ehemaligen Polizeipräsidenten zu äußern, weil in einer Zeit, wo im Staat alles drunter und drüber geht, man nun wirklich nicht hingehen kann und kann die ganzen Probleme, die man selber versaubeutelt, auf dem Rücken von ohnehin gepeinigten Polizeibeamten auszutragen. Das ist ein verhängnisvoller Schritt und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir in einer Zeit, wo der Staat nicht handelt, nicht auch noch die fertig machen, die ihre Haut zu Markte tragen, wenn es um den Schutz der Bevölkerung geht. Also vor diesem Hintergrund bin ich sehr vorsichtig, was eine Schuldzuweisung irgendeiner Art an die Kölner Polizei anbetrifft. Und ich halte das, was derzeit im Düsseldorfer Landtag in der Untersuchung über die Vorgänge in Köln anbetrifft und abläuft, das halte ich für eine Farce. Ohne einen Untersuchungsausschuss geht das gar nicht, denn wir müssen ja auch wissen, ob nicht nachrichtendienstliche Konsequenzen gezogen werden müssen in Zusammenhang mit der Organisation dieser Straftaten, quer nicht nur durch die ganze Bundesrepublik, sondern die Informationen, die inzwischen einlaufen, machen ja deutlich, dass wir Vorgänge dieser Art in ganz Europa gehabt haben. Und die große Frage ist die, was bereitet sich da für uns vor? Lassen Sie uns aber trotzdem nochmal bei der Polizei bleiben. Wir wollen nicht über den kleinen Beamten sprechen, der dann an einem Bahnhof versucht, mit den Tätern zu sprechen oder mit ihnen konfrontiert wird oder verhöhnt wird. In diesem Fall muss man es ja so sagen. Aber hätte die Kölner Polizei, zumindest die Spitze, hätte sie nach Paris und gerade zu Silvester nicht auf mehr gefasst sein müssen? Das will ich nicht beurteilen aus meiner Sicht. Dazu fehlen mir die Informationen, die notwendig wären, um zu sagen, hier liegt insoweit ein Organisationsversagen der Kölner Polizei vor. Wir wissen ja aus den unterschiedlichen Darstellungen, die aus dem Innenministerium und aus der Kölner Polizei gekommen sind, dass man sich selbst heute noch darum fetzt, wer hat welche Einsatzhundertschaften von wem angefordert und wer hat sich geweigert, dass sie eingesetzt worden sind. Also das macht ja deutlich, dass diejenigen auf staatlicher Seite, die eigentlich der Öffentlichkeit reinen Wein einschenken müssen, es bis heute nicht tun. Und vor diesem Hintergrund ist es verhängnisvoll, dann ein Urteil zu treffen. Herr Wimmer, aber die Opfer, die werden sich natürlich auch sagen, wenn man von zu wenig Polizei in der BED spricht, also beim G20-Gipfel oder wenn die NATO sich in München trifft oder bei Pegida und AfD-Demos, da ist doch jede Menge Polizei gar kein Thema. Ja, das ist ja etwas, was wir in Zusammenhang mit den Vorgängen in Köln und in anderen Städten sehr wohl sagen müssen. Man hat zunehmend in Deutschland den Eindruck, dass hässliche Vorfälle dieser Art im Sinne einer innenpolitischen Diskussion genutzt werden, wo diejenigen, die an einer Veränderung substanzieller Art der Republik ein Interesse haben, Vorgänge dieser Art benutzen, um die jeweils andere Seite in die Ecke zu stellen. Wenn das so weitergeht, werden die Folgen für dieses Land irreparabel sein und wir werden uns selber in einer Weise lahmlegen, dass wir für Jahre nicht mehr politisch handlungsfähig sein werden. Das ist der Anfang einer verhängnisvollen Entwicklung, das, was sich da in Köln gezeigt hat. Und der Staat ist die Hauptursache dafür,
dass das in diesem Land drunter und drüber geht. Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, die Verbrechen, die hauptsächlich in Köln stattgefunden haben, aber eben auch in Hamburg, auch in Stuttgart und wohl auch in anderen europäischen Städten. War das alles Zufall oder war das organisiert? Der Bundesjustizminister hat ja in einem Anflug von bemerkenswerter Klarheit gesagt, das sei eine organisierte Geschichte und möglicherweise gäbe es dahinter Männer. Wir wissen aus der langen Geschichte unseres eigenen Landes und damit meine ich natürlich auch die alte Bundesrepublik, dass bei Vorfällen dieser Art immer daran gedacht werden muss, und das ist jedenfalls die Erkenntnislage der Sicherheitsbehörden seit Jahrzehnten, dass Kräfte, die nicht aus diesem Lande stammen, solche Dinge nutzen, um der Bundesrepublik Deutschland Schaden zuzufügen über den individuellen Schaden für die Menschen, die auf der Domplatte wirklich an Hab und Gut und an Leib und Leben geschädigt worden sind, über diese Leute hinausgehend. Also vor diesem Hintergrund laufen Dinge, die auf eine mehr als kriminelle Organisation rauslaufen, die laufen offensichtlich in Zusammenhang mit den Abläufen in unserem Land und dafür wollen wir Aufschluss haben, denn wir wollen wissen, wer unserem Land von draußen an den Kragen will. Herr Wimmer, zwei Wochen vor den Vorkommnissen in Köln sprach ausgerechnet die Zeit in einem langen Artikel davon, dass wir mehr starken Staat brauchen, mehr Überwachung, mehr Spione, mehr Polizei. Sie sprach nicht von einem wenigen, sondern von Hundertschaften. Ist das Zufall? Zufall sein, kann es sein, soll es sein, ist es vielleicht gar nicht. Da kann man ja natürlich immer nur spekulieren. Die Frage ist doch, warum werden diese Dinge immer gezielt lanciert, um eine Wirkung zu bekommen? Der starke Staat, das, was unseren Staat stark gemacht hat in der Vergangenheit, das war die bürgerschaftliche Selbstbeteiligung und Selbstverwaltung, die wir in diesem Staat hatten. Mehr Demokratie wagen, das war das Wort von Willy Brandt und das haben wir jahrzehntelang praktiziert. Der Bürger in diesem Land ist heute nur noch als Steuerzahler und Konsument gefragt. Alles, was seine Beteiligung an diesem Staat anbetrifft, ist zurückgeschraubt worden und ist in Europa, im EU-Europa untergegangen. Vor diesem Hintergrund ist der starke Staat, wie ich ihn verstehe, der bürgerschaftliche Staat, nicht das Überwachungsregime, was wir aus den Vereinigten Staaten kennen. Und vor diesem Hintergrund mag man an die Adresse der ehemals bedeutenden Wochenzeitung Zeit natürlich diese Fragen stellen. Aber wenn man, wenn die Zeit vom starken Staat spricht, dann kann man aus Köln auch Folgendes konstruieren, dass man vorübergehend das Versammlungsrecht einschränkt aus Sicherheitsgründen. Wir müssen höllisch aufpassen, dass nicht Ereignisse dieser Art genau in dieser Weise benutzt werden, um die bürgerschaftliche Demokratie, die wir in diesem Lande hatten, wirklich unter Null zu fahren. Ich habe ja eben deutlich gemacht, zu was der Bürger in diesem Land eigentlich nur taugt. Und wir haben ja auch in Zusammenhang mit der ganzen Migrationsentwicklung gesehen, dass die öffentliche Verwaltung hingeht und dem Bürger bestimmte Entscheidungen nur noch vor den Kopf knallt. Dass der Bürger das nicht will und solange er die Erinnerung an die Vergangenheit hat, auch sich dagegen wehren wird, das ist doch selbstverständlich. Das, was wir seit 9/11 erlebt haben, ist doch, dass wir kujoniert werden, wo es nur so kracht. Und diejenigen, die eigentlich unsere Sicherheit gefährden, unkontrolliert in unser Land kommen können. Herr Wimmer, wie sollte man denn jetzt als Bürger reagieren, wenn man Flüchtlingen begegnet? Das sind Menschen und Menschen wie du und ich. Sie haben, wie wir auch, einen Anspruch darauf, dass man ihnen menschlich begegnet. Und ich glaube, es wäre verhängnisvoll, wenn auch da nur ein anderes Wort fallen würde. Mhm. Man muss aber im Netz, das kann man ja schon beobachten, man muss ja zugeben, da gibt es wirklich klar rechte Kräfte, die eben Köln für sich ausnutzen wollen, um da persönlich auf Menschenjagd zu gehen. Ja, da kann ich auch nur sagen, das, was ich eben im Zusammenhang mit der Organisation dieser Vorkommnisse und möglichen nachrichtendienstlichen Hintergründen gesagt habe, das muss ich natürlich auch an die Adresse derjenigen richten, die sich so im Netz austoben, wie es total gegen die Menschenwürde verstößt. Und auch da muss ich darauf aufmerksam machen, dass wir beide nicht wissen, wer das Interesse daran hat, dass sich ein öffentliches Meinungsbild im Netz so bildet, wie Sie es gerade besprochen haben. Auch da ist immer an die Geheimdienste anderer Staaten zu denken,
die genau das für unser Land herstellen wollen. Dazu werden wir gleich noch kommen, Herr Wimmer, aber eine andere Frage nochmal. Sie wie Oskar Lafontaine haben ja die Bundesregierung und ihre Willkommenskultur ohne Limit immer wieder kritisiert und von Obergrenzen gesprochen. Jetzt sagt ja auch Angela Merkel gestern, man müsse das Gastrecht verkürzen, wenn Personen von außerhalb sich nicht ans Gesetz halten. Wie glaubwürdig ist denn das? Das ist die Flucht vor der Wahrheit. Und zwar der Wahrheit, die sie selber über dieses Land gestülpt hat. Die Glaubwürdigkeit in diesem Zusammenhang seitens der Bundeskanzlerin, die ist ja nicht mehr vorhanden. Und man hat ja den Eindruck, es geht ihr nicht um das Land, sondern es geht ihr inzwischen um den eigenen Kopf. Anders kann man das gar nicht sehen. Herr Wimmer, was erwarten Sie denn von der Bundesregierung, speziell von Angela Merkel? Rücktritt. Im Ausland, vor allem in der US-Presse, wird die BRD nach Köln ja genau beobachtet. Wir waren Deckblatt in der New York Times. Warum stellt man dort wie hier niemals den Zusammenhang mit diesen NATO-Kriegen im Middle East her? Ja, weil es deren Interessenlage ist. Die wollen ja den Eindruck offensichtlich erwecken, als wäre das hier eine bei uns selbst geschaffene Veranstaltung. Ist es in weiten Teilen ja auch, wenn wir die Entscheidungsunfähigkeit der Bundeskanzlerin sehen. Nur, wir müssen ja für uns selber feststellen, Frau Merkel hat gesagt, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Durch die jetzt wieder beschlossenen Einsätze der Bundeswehr am Völkerrecht vorbei, tragen wir ja genau zu diesen Fluchtursachen bei. Wir sind doch die Verursacher dafür, dass die Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie natürlich um ihr Leben fürchten im Zusammenhang mit den Aktivitäten, hinter denen die NATO oder bestenfalls die Vereinigten Staaten stehen. Das heißt, wir tragen doch wesentlich zum Elend in dieser Welt bei. Und es gibt eine zweite Komponente, das muss man ja auch sagen. Hier fällt man immer über die Westbalkanstaaten her und über die Leute, die aus diesen Staaten zu uns kommen. Ja, es war doch die Bundesrepublik Deutschland, die zusammen mit anderen den Balkan nicht nur in einem Krieg zerbombt hat, 1999, sondern das auch als Vorwand genutzt hat, in den Jahren seither nichts zur wirtschaftlichen Erholung des Balkans beigetragen zu haben. Das heißt, wir klagen uns doch, wenn wir uns die Bundeskanzlerin anhören, selber an dafür, dass wir die verhängnisvolle Politik gemacht haben, die die Menschen dazu veranlasst, ihre Heimat zu verlassen. Das heißt, wenn wir keine substanzielle Änderung der deutschen und der europäischen Politik bekommen, haben wir es auch nicht anders verdient. Herr Wimmer, Sie haben gerade auf den letzten Punkt immer das Wort wir benutzt. Das mache ich hier auch ganz gerne, wenn ich Texte schreibe. Ich sage immer wir, also wir Deutschen, unser Land, unsere Regierung, wir die Bürger. Wir können nicht das eine abgekoppelt vom anderen betrachten. Wer fremde Nationen im großen Stil bombardiert, muss sich nicht wundern, dass nach vielen Jahren Menschen zu uns kommen. Da wird mir dann immer von Usern widersprochen, die sagen, wieso wir? Ich bin es doch nicht gewesen. Wie soll man da reagieren? Wir leben ja in einer Situation, wo die Bundesregierung zu Recht sagen kann, sie sei vom deutschen Volk gewählt worden. Also sind wir alle, ob wir sie nun gewählt haben oder nicht, wir sind diejenigen, die im staatsrechtlichen Sinne hinter dieser Bundesregierung stehen. Da muss eben deutlich gemacht werden, seitens des Volkes, dass das nicht so ist. Und wenn die Bundeskanzlerin nicht die Erkenntnis hat, dass sie dem deutschen Volk schadet, dann hat das deutsche Volk aber die Verpflichtung der Bundeskanzlerin, das zu sagen. Also sich aufmachen und sich mal vom Kanzleramt postieren und zwar nicht nur 50 Leute, sondern vielleicht mal 500.000? Das ist eine der zahlreichen Möglichkeiten. Man kann ja, wenn man auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg jetzt blickt, die ja da im März stattfinden soll, dann kann man ja jetzt schon sehen, welche Befürchtung sich in Baden-Württemberg artikuliert. Die Leute, Beobachter, die es besser sehen, sagen, möglicherweise bleibt für Baden-Württemberg nach der Wahl nichts anderes übrig als eine große Koalition zwischen CDU und SPD. Das würde in Berlin als Bestätigung für eine verhängnisvolle Politik gesehen und dann geht das Elend nur noch weiter. Ich kann doch für meinen Teil nur sagen, wenn die Leute vor die Wahl gestellt sind zwischen dieser Bundeskanzlerin und dieser Bundesregierung und Deutschland, müssen sie Deutschland wählen. Herr Wimmer, weil Sie gerade von Stuttgart und von Baden-Württemberg und gesprochen haben, mir fällt da spontan eine Meldung ein vom Herbst letzten Jahres aus der Stuttgarter Zeitung. Da wurde beklagt, dass zahlreiche Flüchtlinge immer abhanden kommen, denn die verlassen dann die Aufenthaltslager und fahren einfach weg. Wie soll man da reagieren? Ja, wir haben das ja in diesen Tagen wirklich auf die Spitze getrieben gesehen im Zusammenhang
mit dem marokkanischen Staatsbürger, der wohl aus Recklinghausen sich auf den Weg nach Paris gemacht hatte, um da eine Polizeistation zu überfallen. Mit 7 Identitäten. Alle Welt wusste hier, was das für ein Vogel ist. Und dann lässt man das zu und zieht keine Konsequenzen. Die Leute hier, die sowas lesen, oder das, was sie gerade aus Stuttgart, das gilt ja auch für andere Städte in Deutschland, was sie da beschrieben haben, das kann kein Bürger mehr nachvollziehen. Die einzigen, die in diesem Land durch die Gesetze kujoniert werden, sind die Deutschen. Der Rest kann machen, was er will. Und das nehmen die Deutschen nicht mehr länger hin. Diverse Personen sind ja nach den Vorfällen in Köln, Stuttgart, aber eben auch Hamburg ihren Job los. Wen wird es als nächstes erwischen? Die Frage ist, wie lange hält sich noch die Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen? Denn in dem Maße, wie die Ministerpräsidentin abtaucht und dann beim Abtauchen auch noch ihren Innenminister stärkt, der wirklich vor den Untersuchungsausschuss gehört, dann kann man vor dem Hintergrund der Gesetzmäßigkeiten, die es in diesem Lande nun mal gibt, sagen, der Ball rollt auf die Ministerpräsidentin zu und der Ball rollt auch auf die Bundeskanzlerin zu. Die Leute machen sich doch zu Recht Gedanken darüber, warum in diesem Staat der Staat nicht mehr handelt. Was ist damit bezweckt? Herr Wimmer, eine persönliche Frage. Ich weiß, Sie haben einen Hund und Sie haben hier mal gesagt, Politik macht man, auch lokale Politik, am besten, wenn man sich einen Hund zulegt. Da kommt man mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch. Ich weiß, dass Sie mit Ihrem Hund viel rausgehen. Ist denn Köln für Ihre Nachbarschaft ein Thema? Werden Sie angesprochen? Ja, das ist hier die rheinische Kapitale. Obwohl ich in der Nähe von Düsseldorf wohne, ist Köln natürlich die Stadt für das Rheinland und eine der Säulen Deutschlands. Es ist ja gar keine Frage, dass uns das nahe geht. Im Übrigen lebe ich hier hart an der Kölsch-Grenze. Zwischen Alt und Kölsch gibt es ja auch noch Grenzen. Also vor diesem Hintergrund wird man natürlich hier angesprochen und den Leuten geht das nach, weil es ist ja unsere Nachbarschaft. Und wenn man nach Köln fährt, fährt man mit der Bahn und steigt am Hauptbahnhof aus. Herr Wimmer, eine letzte Frage nochmal, was die politische Intrige angeht. Wäre es möglich, dass die Dienste mehr wissen als bekannt, vielleicht sogar mitgemischt haben, um der US-hörigen Merkel einen Strich durch die Politik zu machen? Den letzten Halbsatz, den kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber dass sie mehr wissen, als in der Zeitung steht, das hoffe ich zumindest und ich gehe auch eigentlich davon aus. Wimmer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, Herr Jepsen, alles Gute nach Berlin.